Der Hä? Sollen wir heute Fische fangen? Das ist der Tim Hecke. Moin. Moin. Na, auf Dorsch heute? Aber sicher. Alles klar. Na, hoffen, dass wir was ans Band kriegen. Jo! Ausgelegt. Der Tim mit Bissanzeiger und Rodpot. Ich ganz einfach altmodisch mit Glocke. Und er will jetzt Spinnfischen hier. Das gute kapitale Gummiband bei seinen Rollen. Genau. Ja. Flensburger Förde. Ja, bin ich ja mal gespannt, wann er kommt. Hier unsere Sitzgelegenheiten. Ich werde mich jetzt mal entspannt hinsetzen. Ach ja. Oh, ich glaube, ich habe zwei Biss. Ein Biss, zwei Biss, drei Biss. Ich habe aber nur zwei Biss. Ja, Tim, wie ist dein Gemütszustand? Ja, 3 bis 9. 3 bis 9. Auf einer Skala bis 10. Alles klar. Meine Güte, er gibt sich aber auch Mühe, du. Ja. Das muss ich leider auch wegen den Fallbissen. Ach, die Geschichte. Ja, weil die bleibt bei so einem Bissanzeiger leider nicht aus. Normalerweise hast du bei diesen Rodpots immer noch so kleine extra Einhänger bei. Genau, Kletteraffen. Da ich die nicht hab, muss ich woanders helfen. Ja, bei mir zuppelt das an der Glocke, wenn da irgendwas dran ist. Aber ich glaube, ich muss jetzt mal meine Sehne spannen. Das ist auf jeden Fall nichts fürs Altersheim, sondern Bissanzeiger. Macht alle wach. Genau. So, dann warten wir mal auf Chrissy. Ja, bei dem Wind kannst du knicken mit Spinnern hier. Naja. Zeig uns, was du kannst, Chris. Tim. Ja, das wär's, ne? Live and direct. Eine schöne Fellforelle, ne? Eine Fellforelle vor allen Dingen, ja. Alberta. See des weißen Elchs oder so? Wie heißt der Scheiß da? Ja. Fellforelle. Sagen wir, holen gleich schon mal ein Ticket. Naja, genau. Hat auch keinen Bock mehr. Ist zu windig, ne? 55. Dong, dong. Bonk. Bis. Bis. So. Tampi ist entschneidert. Ja. Der kommt dann in die Pfanne heute Abend.
für Tim. Ne? Yay. Alles klar. So angeln fette, faule Flensburger im Sitzen. Du musst ja auch herkommen, ne? Du faule, fette Sack. Spinnfischen im Sitzen hier. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier hin. So, jetzt fang mal einen fetten Fisch. Ich bin dabei. Du Fettsack. Fette Fische, fette Menschen. Fette also Fische, fette Fische, fette Flensburger. Siehst du? Ich hab Freunde. Hast du Freunde? Ja, was machst du jetzt gleich, wenn der Köder hier vorne rankommt? Der muss nämlich doch aufstehen. Ja, ich bin gespannt, wie du das machst. Oha. Oha. Vielleicht hängst du in der Steinpackung drin und dann hast du deinen besten Gummifisch verdonnert. Er hat's geschafft. Profi. So, und jetzt zeig mal, wie du aushelfen kannst hier. Zeig mal, wie das richtig geht hier. Jawohl. Ja, Petri Heil, ne? Petri Dank. Ja, wir warten immer noch auf Mitra. Aber ich glaube, der kommt heute doch nicht mehr. Ist auch halt ein fauler Flensburger. Ne, so faul sind wir eigentlich gar nicht. Aber aber so ein bisschen faul sind wir schon. Ein bisschen. Obwohl, ich stehe jetzt hier schon 8 Stunden auf einem Fleck. Ja. Ja, BAT am Angeln, so sieht das real aus. Wieso, wenn ich zu Hause sitze, dann angel ich auch mal rumsitzen. Ja. Alles klar. Ja, bis jetzt noch nichts gefangen. Das ist jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie spät ist das? Hast du Uhrzeit irgendwo? Aber kurz vor dunkel. Ich guck mal eben. Sonne, okay. 1948. Ich wollte es gerade sagen. Ne? Also 10 vor 8. Noch nichts gefangen, aber die heiße Phase fängt erst zu 8:30, 9 an, denke ich mal. Dann wird der Wind auch ein bisschen weniger, dann kann man noch ein bisschen spinnen. Er versucht das immer noch krampfhaft, aber ja, alles klar. Du verbrennst ja gleich deine Nasenspitze mit der Kippe, Alter. Okay, ich melde mich dann wieder. So, jetzt sehen wir Tampi mal in Action. Dann haben wir lecker Sonnenuntergang. Was hast du? Wird das heute noch was? Ja, du Flatterfotze. Ja, mittlerweile ist es 8:30. 8:45. So um den Dreh. Sonne geht bald unter. Und dann heißt es Fisch. Ja, hoffentlich. Ja, muss ja, ne? Also eher auf Grund als auf Spinne. Oder eher Gummifisch. Die Monsterrolle. Ja, ich hoffe ja drauf.
Da sind jetzt Profi-Angelkünste gefragt. Weißt du, du kannst noch so ein guter Profi-Angler sein, wenn da kein Fisch ist, dann fängst du auch keinen Fisch. Ja, da bringt das auch nichts, wenn man teure Köder hat. Nee. Ohne Fisch ist Fangen schlecht. Da ist sie. Da ist sie. Die kapitale Ente. Jedes Video eine Ente, ne? Ja, ich mach bald nur noch Entenvideos. Nur noch Enten. Schöne zoologische Videos mit Enten. Also ich weiß, weil ich das Gewässer ja kenne, dass da vorne so ein Plateau ist, wo das nicht so tief ist. Das nächste Mal, wenn du auswirfst, werf ruhig mal so ein bisschen schräger nach da, weil ich werfe ja auch ein bisschen schräger nach da. Also ich habe Angeln ja schon öfters hier und ich hatte immer mehr Bisse, entweder nach da oder nach da. Gerade vorher ist irgendwie so eine Sandbank oder ein Plateau. Da beißen die nicht so gut. Oh, ich habe Zuckler gehabt. Ein Zubler. Ja. Eine Attacke. Geil mit der Wolke da hinten, ne? Ja, das ist gutes Wetter. Das schockt. Voll die Algen. Ja. Du bist der neue Krautkönig. Wie lange soll ich eigentlich aufnehmen? Dann setz dich doch mal hier hin. Soll ich da hinsetzen? Setz dich doch mal zu mir. Wenn wir die zwei Dicken hier mal so ein Gespräch führen. Und der Angler putzt sich, weißt du? Guten Tag, ich bin der Tampi. Ich komme aus Flensburg. Das ist Tim, wird auch mit T geschrieben, kommt auch aus Flensburg. Auch dick. Und wir angeln hier an der Flensburger Förde. Und versuchen einen Dorsch an den Band zu kriegen. Zurzeit habe ich nur zwei Seesterne geangelt. Bin ich sehr stolz drauf. Fängt man nicht so oft hier. Nee, ist eine Rarität. Das ist eine Kunst. Das ist gut. Das ist eine Kunst. Also ich habe die gezielt geangelt. Ja, das ist klar. Aber ich habe es dir nicht gesagt. War Zielfisch, ne? Ja. Ja. Zielseestern. Zielseestern. Zielstern. Das ist gut. Ja, jetzt kommt jetzt langsam die Phase, wo die Sonne untergeht. Und das ist dann immer die beste Beißphase. So. Filmst gerade nur dein Innenbereich deines Ohres. Den Innenbereich meines Ohres? Soll ich so halten? Ist gut. Ja? Ja. Gut. So, ich versuche jetzt hier mal. Ich habe gerade den Lutzemod an. Ich versuche gerade mit dem Lutzemod den Dorsch ans Band zu bekommen. Klappt allerdings nicht immer. Mit Lutzemod? Ja, Luzi. Lutzemai ist ein Spieler von BAT, weißt du ja? Hast du schon mal gehört, Luzi? Und kam eigentlich daher, dass wir mal Golf gespielt haben, hat er immer so gute Schläge gemacht. Und dann haben wir gesagt, er hat auch einen Cheat an, einen Lutzemod. Und da kam dieses Wort halt Lutzemod. Und das ist so ein Insider bei ihr Stübchen. Alle Spiele, die er spielt, und wenn er einen guten Fisch fängt oder ja, hast wieder Lutzemod an. Ne? So. Richtig nice. Willst du mal den Köder filmen, wie der durchs Wasser gleitet? Das können wir mal machen. Kann man bestimmt schlecht sehen, weil das eine dunkle Farbe hat, ne? Jupp. Schwubbel, schwabbel, schwabbel, schwabbel. Ja, aber der ist fängig. Der ist gut. Der ist gut, ja.
Mach mal eine Nahaufnahme von dem Guten. Ja, doch. Da sind schon einige Dorsche drauf reingefallen auf diesem Miskel hier. Ja, ich würde mal sagen, jetzt wird es gleich dunkel und dann hat das eh keinen Sinn mehr aufzunehmen, weil die Qualität immer schlechter wird, weil ich habe ja leider nur eine Handykamera. Und wenn es noch Fisch gibt, bevor es dunkel wird, versuchen wir das auf Video zu machen. Ansonsten machen wir die Bilder halt nach dem Video, blende ich die dann ein wieder. Falls wir keine Fische fangen, blende ich natürlich keine Bilder ein, aber dafür blende ich dann andere Bilder, schöne Bilder ein. Schöne andere Bilder. Ja, und dann würde ich sagen, bis dann, ne? Du kannst auch nochmal Tschüss sagen. Dann. Ja, dann schönen Abend noch. Ja. Hoffentlich hören wir uns noch. Ja, so, der Tim ist auch entschneidert. Hat auch den Seestern gefangen, der schwer zu fangen ist eigentlich. Endlich ein Zielstern. Ein Zielstern. Ne? 21 Uhr. Entschneidert. Pünktlich zum Abendessen? Ja, gerade eben hatte ich schon Zuppler auf meine kleineren Route. Hat auch nicht gezuppelt. Aber da war leider nichts dran. Aber jetzt beginnt die heiße Phase, weil die Sonne geht langsam unter, wie man sehen kann. Ja, also. Ich denke, da geht was. Bis denn. So, der Tampi hat einen Biss. Der sitzt. Anfang ist gemacht. Ich glaube, ich kriege ihn noch so gehoben. Das ist so ganz klein. Das ist nur ein ganz kleiner Dorsch. Da ist er. Entschneidert, aber richtig. Und schön gehakt. Das den Zuschauern zumuten? Klar, alles, komplett. Wenn die Angelvideos gucken, müssen die damit leben. Ich weiß nicht, ob ich den gerettet kriege. Ja, schauen wir uns dabei etwas in den Sonnenuntergang an. Jo. Da ist der gute Herr. Bester Kram. Ein schöner kleiner Dorsch. Was ein Riese. Dazu muss man... Ja. Ups, ups. Ja, er will wieder zurück zu Papa. Oh. Gut. Entschneidet. So, jetzt kommen die Großen. Ich will's hoffen. Und zu den Großen sehen wir uns wieder. Genau. Ja. Jetzt geht das langsam los mit der heißen Phase. Tim, was sagst du dazu? Oh, die können ruhig ein bisschen heißer werden, aber warm ist sie schon. Ja. Angewärmt. Da vorne, was ich gerade erklärt hatte mit diesem Plateau, da war gerade eben total an der Oberfläche Aktion, Meerforellen und so, Schwarm. Konnte man richtig sehen. Geiler Sonnenuntergang. Das Einzige, was halt stört, ist die blöde Werft da vorne. Aber ansonsten wunderschön hier. Ja, kein Wind mehr. Es sind nur noch ein paar Spaziergänge hier. Aber die werden sich auch nachher verpissen. Es ist kurz nach 9, viertel nach 9, glaube ich. Ja, wie gesagt, wenn da noch was passiert, blende ich wieder rein. Ansonsten, wenn es zu dunkel wird, gibt es die Bilder wieder am Ende. Hier, Digga, sag mal tschüss. Tschüss. Ja, der Chris hat sich jetzt auch entschneidert. Warte doch mal. Mit einem super kleinen Dorsch. Größer als meine. Ja, komm raus hier. So.
Ja, da ist das kleine süße Stück. Geiler Kram. Ja, so klein ist er gar nicht, aber ja, den darf man leider nicht mitnehmen. Der hat noch kein Maß. Nee. Ne? Schön mit dem Bartel. Ja, würde ich sagen. Ja, tun wir Petri, ne? Ja, wollen wir mal gucken, wie der schwimmt, ne? Petri. So, und ab dafür. Platsch, also und Bäse. Ja, konnte man nicht sehen, aber egal. Ja, Petri. Siehst du, hat sich gelohnt. Sind zwar nur kleine Fische, aber man kann ja nicht immer die größten fangen. Oh, bei mir wieder an der Route da oben. Ja. Siehst du, wie die Bubble da? Geht gleich wieder ab. So, warte mal. Ich gebe dir mal dieses Ding hier. Aber das ist auch wieder nur ein kleiner. Das geht jetzt hier bis auf bis. Fisch am Band. Ich habe schon einen Titel für dein Video. Ja, bis auf bis, ne? Ja, tut es auf bis. Aber das ist bestimmt, guck mal da hier. Da geht das ab. Siehst du die Oberfläche? Zeig mir das. Komm, spring nochmal für Papi. Das sind die Meerforellen. Abgelassen, abgeknabbert bei mir, glaube ich. Ich guck einfach mal nach. Brandungsrudel auf Kleindorsch. Hier noch einmal die Riesenrolle. Nee. Der ist leer. Und abgefuttert. Abgefressen. Moin. Jo, beim nächsten Dorsch geht das mehr. Jo. So, da ist er wieder. Die Glocke bimmelt wieder. Es geht weiter. Oh, da hängt er. Da hängt der Gute. Der ist ein bisschen schwerer. Der ist schwerer. Der Kescher kommt. Nee, das ist ein Schwarm von diesen kleinen Fischen. Wieder ein kapitaler Großdorsch. Ja. Mindestmaß. Ja. Bei Kleindorschen sind das 12 cm. 12? Ja. Und bei ausgewachsenen Großdorschen, auf die alle anderen angeln, das sind dann 38. Da ist er. Schöne Fahrweite. Geil, ne? Geile Dings. Okay. Ja, jetzt müsste hier drüben auch mal was gehen. Da geht auch was. Profigerät. Aber immer nur auf meine kleine Rute. Warum? Weil die andere ist kleine Rute, kleine Fische. Ich werfe jetzt noch mal woanders hin, damit ich da die großen Dinger kriege. Weil das ist definitiv jetzt ein kleiner Schwarm von Jungfischen. Und wir wollen ja die großen. Richtig. Und er hat wieder oben gebissen, also werde ich nur oben beködern. Jetzt schauen wir uns doch gleich mal an, wie man einen Wurm aufzieht. Und das sind so richtig fiese Würmer, die vorne so eine Klauen haben, irgendwie solche Fangbeißer-Dinge. Richtig lecker, eigentlich möchte ich da gleich reinbeißen, wenn ich ein Dorsch wäre. Voll die Leckersoße. Ich lasse den Lappen jetzt einfach mal da runterhängen. So. Auf geht's.
fühlte sich größer an, als was er war. Und Mitra ist immer noch nicht da, die alte Butterbirne. Butterbirne? Aus. Gerade ausgeworfen. Der ist noch nicht mal richtig abgesunken. Und wieder einer dran. Das wäre denn Nummer 3. Ja, innerhalb von Viertelstunde. Ja. Ich glaube, ich muss mit meinen Ködern mal rüberkommen. Ja, wenn du Bock hast auf diese Kleinen, darfst du die gerne aufwerfen. Also ich hab nicht so viel Bock auf die. Lass mal. Das ist zwei? Nee. Einer. Wieder auf dem oberen. Und wieder so kleiner. Und wieder ein kapitaler Großtausch. Aber die werden ein bisschen größer. Wir steigern uns. Bitte? Steigern nicht. Ja. Oh, der hat ihn aber geschluckt jetzt hier. Oder? Ja, da hätten sie immer noch mal schön gewerft. Zusammen mit dem dritten, mit dem dritten Dorsch. Gut gerettet. Das sind Gamer-Reflexe. Gamer-Reflexe des Todes. Wollen wir den hier schwimmen lassen? Ich ja. Hier. Mal schön hier ins flache Wasser setzen. Hier. Bitte. Wie der abgeht. Bam. Kann man nicht weg ist er. Sehen.